Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei Berlin kocht. Und unser Weg führt uns heute in die Lausitzer Straße in Kreuzberg. Hier ist das Restaurant La Raclette von Dschungelkönig Per Kusmak. Oder sollte ich vielleicht lieber sagen, hier ist das Restaurant La Raclette. Und wissen Sie was? Der Besitzer vom Restaurant war schon mal in dieser Dschungelsendung. Ach egal, ich gehe jetzt erstmal einkaufen, sonst gibt es heute nachher überhaupt nichts zu essen. Das wäre ja schade, na, oder? Na, 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 na. Allons-y, messieurs, dames, venez avec moi. Und bei mir ist er jetzt, Per Kusmak. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich so, dass wir heute zusammen kochen. Es ist eine Freude für mich. Und wir sitzen hier so schön romantisch, das haben wir auch selten bei Berlin kocht, am Kamin. Herrlich. Ja, so ist das immer in Südfrankreich. Da sitzt man am Kamin und macht die Vorbereitung fürs Essen und danach geht man in die Küche und kocht. Weniger romantisch, aber nicht weniger eindrucksvoll ist das, was hier vor uns liegt, das Bœuf. Ja. Und du sorgst heute dafür, dass ein Bœuf Bourguignon daraus wird. Genau, ein französischer Klassiker, ein Schmorgericht, was vor allem lange Zubereitungszeit bedarf. Also neben dem Schälen von den Zwiebeln und den anderen Zutaten braucht ein Schmorgericht natürlich sehr lange, um halt durchzugaren. Deswegen würde ich vorschlagen, fangen wir am besten an. Fangen wir an. Was müssen wir machen? Ich würde sagen, wir machen erst das Gemüse und räumen hier das. Oh, ist das schwer. Was wiegt das? Das sind 1,5 so, Kilo? Zwei? Nee, doch, deutlich drei? Mehr. Drei. Dreieinhalb. Boah. Dreieinhalb, vier Kilo sind das. Okay. So, deine erste Aufgabe, die Schalotten. Ach schön. Pellen. Du bist ein Mann der schnellen Entscheidung, ich merke schon. Sagt man pellen? Das mag sein. Du bist ja hier der Küchenprofi. So, ich bin ja der Koch. Du bist der Koch. Also man pellt Kartoffeln, aber man schält Schalotten. Hast du es eigentlich irgendwann mal gelernt? So richtig? Schalottenpellen? Schalottenpellen unter anderem? Koch sein? In der Tat bin ich ein Autodidakt, was die Kochkunst betrifft. Ich hab keine Kochausbildung gemacht, keine klassische, aber ich habe in der Tat sehr, sehr lange in Frankreich gelebt und bei unterschiedlichen Aushilfsjobs und Küchen mir eine Menge abgeguckt. Ach, du hast in Frankreich gelebt, siehst du? Ich habe dich nämlich natürlich vorab gestalkt, Per, wie man gestalkt? Das so macht. Na, so ein bisschen gegoogelt, weißt du? Ach so, und gegoogelt. Gegoogelt-Stalk. Ich saß wochenlang bei dir ja, vor der Tür. Scheiße, jetzt kommt's raus. Hups. Nee, aber da konnte ich nämlich, man findet tatsächlich überhaupt keinen Frankreich-Bezug bei dir. Und das wollte ich dich nämlich auch fragen. Das La Raclette ist ja ein französisches Restaurant, aber das hast du mir jetzt ja gerade beantwortet. Nee, ich habe in der Tat nach dem Abitur, ich habe ein relativ schlechtes Abitur, das sei an der Stelle auch erwähnt. Ja, was denn? Muss ich mal ganz kurz zwischenfragen, wie ist denn dein Schnitt? Ich habe nämlich auch so ein schlechtes. Was hast du für eins? Ich sag's dir so, okay? Hm? Ich auch! Wirklich? Ja! Yeah. Ja, nach meinem herausragenden Abitur bin ich dann nach Frankreich gegangen, beziehungsweise ich habe Straßentheater gespielt in Europa. Oh cool. Und bin dann in Frankreich kleben geblieben. Jetzt darfst du dreimal raten, warum. War es A, das Wetter, B, l'amour, oui, peut-être. Oui, bien sûr, c'était l'amour. Elle s'appelait Dorothée Garin. Also sie hieß Dorothée Garin. Und, du hast sie bis heute nicht überwunden. Nicht so richtig? Ja, ist das eine Kochsendung oder eine Flirtshow hier? Ich habe jetzt drei Schalotten hier gefehlt. Drei? Ich habe fünf vorgelegt. So. Das ist super. Was kommt jetzt? Jetzt kommt eine Zwiebel dazu. Eine Zwiebel. Ich mache den Speck. Das ist gut. Speck kommt auch mit rein. Der gibt dem Ganzen so ein bisschen Würze noch, nehme ich an. Genau. Wir reden da mal von Röstaromen in der Sprache. Warum hast du dir das Bœuf Bourguignon ausgesucht als Gericht, was wir heute machen? Ich muss dir jetzt ehrlich sagen, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan. Also das klingt natürlich auf den ersten Blick immer so französische Küche irgendwie, klingt immer so nach High Society und Chichichi, aber das ist der Laden eigentlich gar nicht. Also ich bin ein Freund der ehrlichen, einfachen Hausmannskost. Ja. Und da die Franzosen das Kochen ja erfunden haben, mehr oder weniger, muss man da gar nicht so viel drum rum machen irgendwie. Also das, was sie machen, das machen sie schon sehr, sehr gut. Und wenn man es hinkriegt, irgendwie die einfachen Gerichte der französischen Landküche irgendwie ordentlich zu interpretieren, dann bin ich schon sehr zufrieden. Das Gericht steht auch bei dir auf der Karte? Und zwar ganz oben. Ganz oben? Ja. Also können Sie auch essen, liebe Zuschauer, das Bœuf Bourguignon. Unter anderem, weil das Restaurant heißt ja La Raclette. Genau. Klingt so, als ob es ja auch Raclette gibt. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, ja, ne? Ja. Das ist in der Tat so. Die Spezialität des Hauses. und ganz im Gegenteil zu den herkömmlichen Grillen, irgendwie, die man halt meistens zu Hause zu Silvester benutzt, machen wir das in der Tat hier am offenen Feuer. Das heißt, man hat irgendwie einen kleinen Grill vor sich. Mhm. Und mit der Holzkohle, die hier im Kamin liegt, irgendwie wird dann halt der Käse geschmolzen. Raclée, das französische Verb, heißt abschaben. Das heißt, die Tradition möchte es, dass wir den Käse vom ganzen Leib abschaben und nicht, wie man es ja in Deutschland oft kennt, in so kleinen mit Fännchen erhitzt. Fännchen. Anfängerraclette nennen wir das. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei rote Zwiebeln geschält. Vom Feinsten. Was tue ich jetzt?
Du könntest die Petersilie hacken. Ja, das finde ich gut. Ich wollte ja noch erzählen. Du willst was, erzählen? Ich dachte, ja, es geht um mich. Ja, es geht auch um dich. Pass auf. Ich habe ja gesagt, dass ich dich gegoogelt habe, ne? Ach ja, stimmt. Googelst du dich manchmal auch selber? Nee, ehrlich gesagt selten. Wieso? Selten? Was hast du gefunden? Die ersten drei Ergebnisse, das müssen wir jetzt mal kurz durchfrühstücken. Erstens, Peer hat eine neue Freundin, habe ich gelesen. Stimmt das? Nee. Stimmt nicht? Nein. Was, so. der erste Hit, wenn man mich bei Google eingibt, ist Peer eine neue Freundin? Wenn man bei Google News Peer Kussmark googelt, ja? Dann kommt hier knutscht Peer seine neue Freundin. Auf Verwiesen. Da war ein Fotograf dabei. Ich möchte mich nicht dazu äußern, wen ich auf der Wiesn geknutscht habe. Nein, aber du weißt doch selber, wie es ist. Ja. Die Wiesn, das ist halt irgendwie once, twice, sofern. Nein, ich habe in der Tat, war ich mit einer sehr guten, ich habe keine Freundin. Okay. Aber ich habe ich die geknutscht? Auf dem Foto, ja. Ja. Aber man weiß ja nicht, so Montagen und so. Naja, das ist ja das Schlimme heutzutage. So. Okay, nächster Punkt. Peer versteht sich mit seinem Hund jetzt total gut. Ja, das stimmt. Seitdem er nicht mehr bei mir wohnt vor allem. Oh nein, du hast dich von deinem Hund getrennt. Nein, wir haben uns nicht getrennt, aber wir haben jetzt, wir haben uns räumlich etwas getrennt. Nein, weil... Das ist in der Tat ein bisschen dramatisch. Aber ich muss wirklich sagen, dass es dem Hund besser geht, weil ich bin halt sehr viel unterwegs. Ich lebe in Kreuzberg und mit dem Laden, das war alles irgendwie für den Hund nicht so das Perfekte. Und jetzt wohnt er bei einer Freundin auf dem Land, die hat eine kleine Eselsfarm in Brandenburg. Oh, okay. Und er fühlt sich dort deutlich wohler. Okay, Teddy, Eselsfarm in Grüße. Brandenburg klingt super. Auf der Straße, ne, draußen, als was nämlich die Leute dann wahrnehmen? Die dich wahr als Dschungelkönig immer noch? Also sagen die so, oh, das ist der Peer aus dem Dschungel? Mhm. Oder bist du der Restaurantbesitzer, der auch mal im Dschungel war? Oder was bist du da draußen für die Leute? Ich weiß es gar nicht so richtig. Also ich glaube, dass die Leute es auch gar nicht mehr so ganz genau wissen irgendwie. Weil ich habe ja wirklich auch lange in der Soap gespielt irgendwie. Ja. Manche kennen mich halt aus der Soap, andere aus dem... Also viele kennen mich natürlich auch hier aus dem Restaurant. Ja. Und ich möchte mich da auch gar nicht so richtig entscheiden. Also ich sehe mich jetzt auch nicht zwingend als Schauspieler oder als Moderator oder als Gastronom. Ich bin einfach Lebenskünstler und ich glaube, so sehen mich die Leute auch. Okay, aber es ist, die mich kennen. Es ist jetzt nicht so, dass du aber von Fremden da draußen so angeprollt wirst, hey, du bist doch aus dem Dschungel, oder doch? Doch, auch das passiert schon. Also gerade in Kreuzberg, wenn du da am Cottbusser Tor vorbeiläufst, irgendwie, Alter, das ist doch die Holzes aus dem Dschungel, Alter! Ich fand dich ja cool ist im mir Dschungel. Durchaus, vielen Dank. Ich fand das super. Hat dir das gefallen da? Würdest du es nochmal machen? Nein. Nee? Ach, was heißt gefallen? Also, Erfahrung wahrscheinlich. Ja, nee, aber es ist, also in der Tat war das schon irgendwie eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Aber ich würde wahrscheinlich den nächsten Campingurlaub in der Tat dann ohne Fernsehen machen. Okay, so. So, ich glaube, wir können jetzt einfach mal in die Küche umziehen.